So. Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Crimson. Lange nichts mehr gesehen von neuen Folgen. Deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter. Hatte nämlich privat viel um die Ohren. Deswegen ich nicht aufnehmen kann. Aber jetzt geht's weiter. Ich hoffe mal, ich habe jetzt eine neue. Was an der Videoeinstellung geändert. Ach, halt, man muss mal sehen. Ich hoffe und hoffe mal, dass die Videodateigrößen nicht ganz so enorm jetzt werden, wie sie letzten waren und vielleicht die Videoqualität etwas steigert. So, gucken wir das was an. Eleanor, Mami muss eine Weile fort und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor, wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Geht dieses Textur-Streaming gerade äußerst auf die Eier. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal auch schon so krass war. Da war nämlich ein bisschen was dran geändert. Das sollte eigentlich jetzt besser funktionieren. Anscheinend tut's das nicht. Und wie gesagt, wenn diese Videoqualität dieser Folge nicht ganz so gut ist wie den letzten, ist dann spätestens mit der nächsten. Alter. Wird spätestens mit der nächsten wieder besser werden, versprochen. Ich hab ehrlich gesagt. Nein! Nein! Ah, fuck it! Scheiße, ich wollte es doch nur aufsammeln. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen. Joimo! Okay, hier waren wir anscheinend noch nicht. Ah, ich honk. Wo müssen wir hier rein? Ach stimmt, hier gibt's diese Kamera. Ah. Du hast die Fotokamera erhalten. Drücke um Gegner, bla. Ah, cool. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starte die Kamera, nimm ihn auf. Und dann beschieß ihn mit allem, was geht. Plasmide, Feuerwaffen, alles, was du hast. Hier erstmal rauskommen. Bin ich jetzt zu blöd hier rauszukommen? Ah, anscheinend. Zurück, verdammt nochmal! Leiser erhöhter Schaden. Ah, okay, cool. Hey, diese Kamera ist ganz. Ich finde ganz nützlich. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Waren wir hier schon? Bursche, könnte funktionieren. Na komm hier. Die Perlen meiner Mutter? Du Schwein! Schadnöt! Ja, nee. Hier müssen wir noch nicht lang. Glaube ich. Waren wir hier schon? Oh, ich habe keine Ahnung. Doch, hier waren wir schon. Ach, fuck.
Wenn man nicht mehr weiß, wo es lang geht. Ich hab übrigens gesehen, wenn ich so guck, man sieht eigentlich, ich muss die Kamera mal umpositionieren von der Webcam. Die Kamera von der Webcam, genau. Die Webcam-Kamera mal umpositionieren. Sieht ein bisschen doof aus. Okay. Okay, das sieht nicht nach einem Durchgang aus. Ah. Ziel. Okay. No idea. Cool, noch ein Versteck gefunden. Aber hier drinnen waren wir schon. Da waren wir auch, in dem scheiß Krankenhaus waren wir auch. Sind auch wieder überall oben lang. Ich hab echt keine Ahnung. Eva Engel ist einsam. Oh, ein Big Daddy. Wir müssen ja sowieso noch das Kind abgeben. Sein. Da fand ich dir was, aber irgendwie das ein bisschen besser gelungen ist wie im Bioshock 1. Die Sister mag keine Rumtrödler. Da ist er. Ich schenk dir Boden und Bänder. Hübscher Engel. Da ist hübsche du. Haare. Aber wir sollten sicherheitshalber die Hunde Haare aus den Zwingern lassen. Oh shit. Böser, böser Fremder. Ich höre die Zähne knarren. In der Nackensäge. Komm her. Das hast du verdient. Ich hab... Zack, da ist tot. Sorry, Mr. B. Daddy? Ja, komm her. I'm your daddy, man. I'm your daddy. Ich bin jetzt der Sugar Daddy von der Kleinen. Komm, Daddy! Wir sind gleich da! Ja, super, durch die Wand, ey. Oh, das geht. Kleine kann ich doch irgendwie anzeigen, wo es Adam gibt. Da geht's lang! Oh, okay. Adam, Daddy! Da drüben! Cool, in einem Gebiet, wo wir noch nicht hin können, oder? Gracie sagt, verzieh dich und verreck, du blechender Pissbot. Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Die Genforschungskamera hast du ja schon. Das macht's leichter. Naja, bevor wir das machen. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Hey. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Jo, ich hab aber trotzdem noch die Little Sister im Nacken.
Hier entlang! Fuck, das geht echt nicht anders. Sackgang. Oh. Sollte nicht so viel saufen. Was die Frage ist. Jetzt muss ich wieder so einen Pisser finden. Da ist noch barrikadiert. Das andere wird ja exakt dasselbe geeinsagen können, ja. Gleich erforscht. Ein Bühnenarbeit, keine Zuschauer! Ich hab hier gerade einen Big Daddy gehört. Wo ich diesen Idioten finde. Gut, wir können ja erstmal das kleine Mädel abfangen. F ist retten. Winke, winke! So, ach, come on! Die Mädchen retten. Wo ist sie, Alter? Ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich sie höre. So, Hammer. Jawohl, Big Sister! Steigert dein Eva plus Big Sister sind anfällig gegen panzerbrechende Kugeln. Ja, wer hat es gedacht? Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Oh shit! Oh, Alter! Welche Heilstation hier in der Nähe? Natürlich nicht. Meine Laterne brennt! Ich bin der Weg! Ich hasse Big Sisters. Ah, voll gegen die Birne. Ist gestorben, ja. Jetzt bauen wir zum ersten Mal hier. Die Big Sisters sind einfach nur eklig. Unmenschlich stark, die Viecher. Thank you.
die weg? Boah, Alter, ich krieg hier Gänsehaut, echt. Hallo? Ist da jemand? Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Alter. Oh. Was ist das, ey? Das ist so ekelhaft. Ich kenne mich hier aus wie in meiner Westentasche. Ist doch nicht so blöd sein und einen Big Boss angreifen, oder? Mit mir spielt man. Das dumme ist, die muss ich auch noch angreifen. Ah, der hat ja Adam. Das dumme ist, ich hab leider nicht mehr viel. Oh shit. Ah. Stellen Sie das heute echt nicht clever an. Das heißt wir, ich. Jetzt müssen wir so einen Riesenaffen finden. Im Ernst, ich weiß nicht, wo ich diesen Riesenaffen finden soll. Ich bin gerade etwas. Das ist der Big Daddy. Ah, sorry Leute, die Folge ist halt echt ein bisschen lame, aber ich weiß halt nicht, wo ich die Sekunden finde. Um ehrlich zu sein. Komm aus, raus aus dem Haus! Bam! Können ja nur noch hinten sein. Aber ich denke mal, hier wird es gleich wieder zu sein. Okay, wo sind wir hier? So, warte mal, wir brauchen erstmal. Sagt ungenau, wie deinesgleichen ist hier nicht. Ah! Ich hab aber echt null. Beobachte dich, Halunke! Echt null Munition mehr. Ich stell mich an wie das letzte Auto gerade. Bin noch übelst gesprächslos gerade, sorry. Was?
Tempo abschlachten. Kein Adam, ey. Fuck. Ich hab grad so viel sinnlos Munition verheizt. Und alles. Ja, okay. Hacking. Manipulatorischen Fähigkeiten dieser Lam sind schon fast unheimlich. Sie hält den Reifen hin und diese armen Teufel überschlagen sich fast, um durchzusprengen. Sie benutzen die Mädchen von der Oberfläche und von Lams Anhängern eine Substanz zu sammeln. Mehr als Blut. Irgendwas im Blut. Und die geben sich hin, als wäre es eine Ehre zu sterben. Sie täten mir fast leid, wenn sie nicht meine Tochter verschleppt hätten. Cindy, du wirst da nicht mitmachen. So oder so nicht. Oh. Ey, Alter, das ist ja hier zu klein. What? Ever? Ey, noch einer! Verstecken hat keinen Zweck. Ich kenne mich hier aus wie in meiner Weste. Meine Erbstücke. Lass zumindest die mir. Und... Zack. Also wie viele Punkte man braucht, um so ein Update zu kriegen, ist schon krass. Sorry Leute, wenn das Video leicht leckt. Ich muss... Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen, Erlösung, Unsterblichkeit und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Ein Ausweg aus Rapture ist Musik in meinen Ohren. Nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein. Na gut. Feuersturm! Rain Industries heißt deine Feinde willkommen. Mit Feuersturm setzt deine Gegner im Brand, wenn sie zuschlagen. Okay, das kommt erstmal in die Bank. Das ist bestimmt, wenn wir hier den machen. Ich die Bank. Nicht wahr? Your daddy. Weißt du noch, was du mir mal gesagt hast, Bill? Ein Marktplatz der Ideen. Das wärst du. Wenn ich mich auf die Debatten mit Lam einlasse, machen wir sie unschädlich. Ich habe es getan. Und warst du mal in Pauper's Drop, Bill? Hör mal. Nach jedem Song verteilen diese Traumtänzer ihr Manifest. Ihr Gesicht schmückt schon jede Mauer. Die heilige Lam. Du hast sie erschaffen, McDonough. Und jetzt wirst du den Rat dazu bringen, dass er das Geld rausrückt, um sie zum Schweigen zu bringen. Der nächste Weg, der die ist tot.
wir killen die zwar hier im einen laufenden Band, aber das bringt uns ja alles nicht. Jeden Abend ein anderes Date. Ich fühle mich so beliebt. Jeden Abend ein anderes Date. Erhöht den Schaden. Sicherheitsbots anfällig für panzerbrechende Kugeln. Das weiß ich auch. Eigentlich ist er jetzt unser. Es tut mir leid, dass die Folgen gerade echt ein bisschen lame sind, aber. Ich dachte, das war immer noch nicht so einen Typen gefunden, der uns eigentlich weiterhilft, damit wir da durchkommen. Okay, hier waren wir schon. Er ist schon 26 Minuten und es ist noch nichts passiert in der Folge. Das ist gerade echt geil. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Okay. Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lam vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lam insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mach mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lam. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder wegen Karl Marx. Komm her. Alter, diese Viecher sind so... Das ist aber grad nicht clever. Nicht grad gut. Blöd, dieses Vieh. Scheiße. Doch mal verrecken. Endlich. Eigentlich nicht Bock, mein ganzes Geld für den Scheiß auszugeben. Wir killen ja nur Big Daddies, ey, das ist so langweilig. So, jetzt wissen wir, wer der Typ ist und das kriegt man auch in der Folge noch hin. Hoffe ich zumindest. So. Achso, wollen wir... Was ist das? 3. Nicht bewegen, du! Komm her. Bam! Vernichte deine Gegner mit einem...
bist du dran! Da! Ja! Sehen? Komm! Ja, schon besser! Na! Sieh einer an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Ja. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Das ist ja echt nervig gemacht. Umschalttaste und jo, läuft. Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Ist das so? So. Wahre Freund, ungläubig! Ey, die müssen doch irgendwann mal tot sein, die Pisser. Du kannst mir... ja. Verwirre deinen Gegner, indem du ihn... okay. In die Gamebank mit dir. Komm wieder, wenn du Geld hast. So, haben wir jetzt hier alles durchsucht. Oh, die Folge weiß ich jetzt schon, die kann ich wahrscheinlich nicht mehr monetarisieren, weil uns ja wieder mal ein Song dazwischen gespielt, der irgendwo gespielt worden ist jetzt gerade. Erhöht den Schaden. Rückstoß. Bohrerschaden. Ja, der Rückstoß ist schon ziemlich pervers bei dem Ding. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Alter, da muss doch langsam mal voll sein. Ich will wieder mal ein Update für die haben, dass ich mehr Schaden bei dem mache. Ich kann da wohl nicht so viel... Warte. Wir sind schon bei 33 Minuten. Reicht nicht! Das reicht immer noch nicht. Na gut, meine Freunde, an der Stelle werde ich mal eine kleine Pause einlegen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke da mal, wie die Qualität ist. Vielleicht ist die nächste Folge ein bisschen besser von der Qualität. In diesem Sinne, euer Kümsen. See ya!